Grüße Sie, Paraguay Live wie immer und herzliche Grüße aus Paraguay. Mein Name ist Pitt und heute haben wir ganz interessantes Thema. Also wie immer, zuerst vielen Dank an eure Fragen. Und heute habe ich eine besondere Frage, beziehungsweise ein besonderes Problem in Anführungszeichen herausgepickt. Und zwar, es geht darum, wie viel Prozent Ausländer leben in Deutschland? Und das vergleichen wir zu Paraguay. Das ist wirklich ein interessantes Thema, warum? Weil ich ja selber Ausländer bin, ja, das heißt also, wir haben mit meiner Frau über 20 Jahre in Deutschland gelebt und jetzt wohnen wir schon über 16 Jahre in Paraguay, auch als Ausländer. Also wirklich ganz wichtiges Thema. Vielen Dank an euch und bleibt einfach dran. Es wird interessant und wie immer, wir brauchen eure Hilfe, eure Kommentare und eure Meinung. Darüber. Okay, bleib dran. Was heißt bitte Ausländer? Alle, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Ja oder nein? Also hier sieht man ein interessanter Vergleich, wo die Ausländer herkommen. Türkei, 1,5 Millionen fast, gefolgt von Polen. Schauen wir uns die weiteren Länder. Also auf jeden Fall Rumänien mit 11,8% Zuwachs. Dann die Kroaten mit 7,5% Zuwachs. Und auch die Bulgaren 8,6% Zuwachs. Natürlich die Syrer auch mit 6,7% Zuwachsrate. Kommen wir zu Paraguay. Eure Meinung bitte. Welche Ausländer leben in Paraguay? Beziehungsweise, wer ist die stärkste Gruppe? Da schauen wir uns die Statistik an. Na, etwas überrascht? Also der erste Platz eindeutig Brasilien, gefolgt von Argentinien. Gefolgt von Korea und Taiwan. Also die Statistik kommt aus der Zeitung Ultima Hora und da sehen wir keine Deutschen, keine Deutschsprachigen, keine Italiener, keine Europäer. Da bin ich aber gespannt. Was hält ihr davon? Also eure Meinung, so oder so, ist auf jeden Fall gefragt. Was hält ihr von Ausländern, grundsätzlich, ist egal, also interessiert mich persönlich auch wirklich. Was hält ihr von Ausländern in Deutschland? Was hält ihr von Ausländern in Paraguay? Das ist auch wichtig. Da gehören nämlich auch die meisten Deutschen, Schweizer, Österreicher und Polen und Russen und andere Nationalitäten natürlich auch dazu. Also, bitte eure Meinung drunter. Ich hoffe, es war ein interessantes Thema. Und bitte weiter um eure Kommentare, eure Fragen. Und wie gesagt, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, schnell abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und noch eine Bitte, diskutieren wir zusammen. Macht ihr Fragen, stellt ihr Fragen. Und wir werden nach Möglichkeiten sicherlich die korrekten Antworten geben. Okay, also wie immer links die empfehlenswerten Video. Mach's gut, Likes nach oben, abonniert den Kanal, wie gesagt, und ich verabschiede mich mit lieben Grüßen aus dem sonnigen, aber kalten Paraguay. Es wird kalt nachts und es ist jetzt schon windig, der Südwind. Also bis dann, mach's gut.